Hallo Henrik, Samstagspiel gegen Arnhem. Ist das ein Spiel aus der Kategorie Dormagen-Baling, was wir eigentlich gewinnen müssen? Ja, wir spielen zu Hause. Wir sind eine gute Mannschaft, zu Hause richtig gut, haben gute Unterstützung zu Hause und haben es eine von diesen Mannschaften, dass wir einfach müssen gewinnen. Wir wissen, dass wir ein schweres Spiel. Sie haben jetzt die erste Sieg bekommen und 2 Punkte und wir wissen auch, dass das durch das bekommt man viel Selbstvertrauen. So. Also sie kommen hier mit 100%, das ist sicher, aber ich glaube, wenn wir spielen unser Spiel und kommen mit 100%, dann haben wir gute Möglichkeiten, diese 2 Punkte zu holen. Du hast angesprochen Selbstvertrauen. Ist unser Selbstvertrauen oder euer Selbstvertrauen etwas weniger geworden durch die Niederlage in Göppingen? Oder habt ihr das mannschaftsintern als quasi einmaligen Ausrutscher abgehakt und guckt jetzt einfach nach vorne auf die nächste Aufgabe? Ja, wir hoffen alle und glauben auch, das war nur ein Ausrutscher. Wir haben 3 Spiele richtig gut gespielt und gewonnen und 6 Punkte gekriegt. So ein schlechtes Spiel in Göppingen. Göppingen ist auch eine richtig gute Mannschaft und zu Hause ist immer eine gute Mannschaft. So, wir müssen einfach auf diese 3 vorige Spiele denken und dann ja, versuchen zu machen, wie ihr das vorgemacht habt. Jetzt hat Samstag euer aktueller Trainer Slatko Geburtstag. Habt ihr mannschaftsintern schon gesprochen, was ihr ihm schenken werdet? Nein, aber er hat mich nicht überredet, aber ich bin ganz sicher, dass Slatko hat sein größter Wunsch Samstag wäre, 2 Punkte zu kriegen gegen Hab. So, wir hoffen, dass wir ihn freuen mit diesen Punkten und Geburtstagsgeschenk. Das hoffen wir auch. Jetzt hast du dich freundlicherweise bereit erklärt, dieses Jahr bei der Handball-Hilft-Aktion mitzumachen, anlässlich der Kinderkrebshilfe und dein Golftalent unter Beweis zu stellen. Im Moment fehlen noch, ich glaube, 21 Euro, um Arne Niemeyer aus dem Feuer zu überholen. Das ist doch auch noch ein Anreiz für dich, dass wir das schaffen, oder? Ja klar, das ist das Ziel, das ist der Arne zu überholen für das letzte Jahr. Wir haben gute Chancen, wir haben 3-4 Tage jetzt immer noch zum Angebot zu bekommen. So, ich hoffe, dass wir schaffen, Arne zu überholen und kriegen mehr als diese 273. Gut, dann haben wir also 2 Ziele, oder du fürs Wochenende, 2 Punkte und mehr Geld einzuholen als Arne im letzten Jahr. Ja, in dieser Reihenfolge. Okay, danke.